Guten Sonntag. Es ist wieder mal Zeit hier auf twitch.tv/emp-d. 16 Uhr ist angebrochen und in der letzten Woche hatten wir schon damit angefangen, sind relativ weit gekommen, also weiter als das erste Mal, wo ich es probiert habe, mit Metal Gear Solid auf der PlayStation 1. Mit der, ja, eines der besten Spiele, mit einer der besten deutschen Synchros. Und mit besten meine ich genau das Gegenteil. Aber davon haben wir uns ja gut genug überzeugt. Wir sind beim letzten Mal bis kurz vor Psycho Mantis, einem der doch erinnerungswürdigsten Bosskämpfe der Ära seinerzeit auf der PlayStation 1 gekommen. Der hatte ja den ganz besonderen Trick, ne? Dass man ihn mit dem Controller im Controller Port 1 nicht wirklich schlagen konnte, sondern dass man einfach wechseln musste, weil er sonst seine Gedanken gelesen hat. Und er hat die Memory Card ausgelesen. Das heißt, wenn ich dort Spielstände drauf hatte von anderen Konami PlayStation einspielen, da hat er mir gesagt, ja, schön Solid Snake, ich sehe, du magst Castlevania. Mhm, schön für dich. Das hat mich damals ziemlich geflasht, weil ich hatte Spielstände davon. Aber ich habe jetzt, kurz bevor wir heute weitermachen, Spielstände drauf geschafft. Kurz die Spiele angeschmissen, alte Konami-Spiele, und auf die Memory Card drauf speichern lassen. Jetzt gucken wir mal, ob Psycho Mantis denn was erkennt oder nicht erkennt. Übrigens, kurz, wenn ihr heute live dabei schaut und nicht irgendeine Aufzeichnung, im späteren Nachhinein, nächste Woche wird es kein Metal geben, auch kein Gregor Zock, denn ich bin nächstes Wochenende unterwegs auf einem Sportevent. Und deshalb werden wir da eine Woche aussetzen. Also, saugt es so gut in euch auf, wie es geht, weil das nächste Mal ist erst in 2 Wochen soweit. Dafür machen wir aber auch richtig gut. Okay, dann lesen wir einmal das Mission Log, damit wir einmal noch up to date kommen für alle, die noch nicht so Bescheid wissen, was passiert ist. Nachdem Snake Merrill gefunden hat, händigt sie ihm eine Schlüsselkarte aus. Diese ist nur einer der 3 Schlüssel, von denen der DARPA-Chef gesprochen hat. Um den Abschussvorgang zu stoppen, muss entweder der Sprengcode deaktiviert oder Metal Gear selbst zerstört werden. Snake und Merrill eilen zur unterirdischen... Falsche Taste gedrückt. X ist nicht bestätigen, Kreis ist bestätigen. Unterirdischen Anlage. Da jagen sie hin. Das hätte wahrscheinlich noch gestanden. Okay, gehen wir. Ich kenne mich hier besser aus als Sie. Ich gehe vor. Folgen Sie mir. Folgen Sie mir. Ich habe 3 Mann umgelegt. So, und folgen Sie mir, klappt noch nicht ganz, denn ich muss erstmal kurz das Analoge einschalten am Controller. So war das, ne? Weil digital spielen bei Metal Gear, so wahrscheinlich hier ein bisschen knifflig werden. So, ich hoffe, wie war das nochmal? Ich habe es jetzt auch seit einer Woche nicht mehr gespielt. Eine gute Sammlung an Waffen habe ich hier, ne? Da soll man wieder einigermaßen zurechtkommen. Wir haben uns hier auf der Mädchentoilette mit Meryl getroffen, die uns erstmal ihr Herz ausgeschüttet hat. Kann Liebe auf dem Schlachtfeld blühen? Hier ist keine Wache. Was ist das für eine Musik? Ich halte Ausschau. Seien Sie bereit, okay? Der Spruch war noch nicht gefallen. Can love bloom on the battlefield, aber der sollte in Bälde kommen. Also, Meryl hört eine Musik. Keine Wachen hier. What the hell is going on? Wir folgen ihr. Hallo Meryl? Hallo? Hallo? Guten Tag. Guck mal hier, mit ihrem Fox-Sound-Tattoo. Kann man das denn einigermaßen gut sehen, das Fox-Sound-Tattoo? Gehen wir mal da ran. Ja, man sieht es ein bisschen, ne, auf dem Arm. Aufwendig texturiert, damals auf der PlayStation 1. Was ist los? Ah, ich glaube, Kojima hat auch reinprogrammiert, wenn man sich Meryl anguckt, dann fängt sie an und sagt was. Komm, Meryl. Ich guck mir hier. Warte mal, ich guck mir deinen Hintern an. So. Kann ich das? Oder drehst du dich um? Nee, sie dreht sich um. Mal sehen, was sich Kojima ausgedacht hat. So, einmal lassen wir sie noch reden. Komm, Meryl. Ich starr dich an. Snake. Ah, gut. Kann man wahrscheinlich ultra lange mit Spaß haben. Also, die Musik kommt hinter folgender Tür her, die wir merkwürdigerweise, obwohl sie eigentlich Stufe 6 ist, durchgehen können. Strange. Da ist die Musik. Alles klar. Ey, was für eine... Ah doch, hier ist Level 5 jetzt. Mach mal, Meryl. Na? Come on! Mein Kopf. Ah, das tut weh. Was ist los? Bleiben Sie weg, Snake.
Sie! Ich sieze sie, Snake. Sind Sie okay? Was war denn? Nichts. Oh, jetzt ist sie besessen von Psycho Mantis. Okay. Gehen wir. Gleich die ganze Körperhaltung, alles anders. Wie sich auch bewegt. Wie ein Mann jetzt. Los, Mr. Foxhound. Der Commander wartet. Was passiert eigentlich jetzt, wenn ich sie anstarre? Ah, guck mal. Wenn ich jetzt versuche, sie anzustarren, sieh mal auf einmal Ego-Perspektive durch ihre Augen. What the hell? Was soll das denn? Dieses Spiel spielt mit mir Spielchen. Na gut, gehen wir rein. So, wie war das? Die Gemälde angucken oder irgendwas? Irgendwas gab es hier, was man noch machen sollte. Einfach herumlaufen. Meryl! Machen Sie mit mir Liebe, Snake! Snake, na? Sie begehren mich doch, oder? Was zum... Gefalle ich Ihnen? Umarme mich, Snake. Jetzt ist sie aufs Du gewechselt. Komm schon. Lass uns Liebe machen. Hier? Snake, ich will dich. Wer ist das? Hören wir mal kurz, was der Colonel zu sagen hat. Snake, Meryl ist nicht sich selbst. Nicht schießen. Es ist Psycho Mantis. Er steuert Meryl. Dazu benutzt er diese Musik. Mantis? Nicht schießen. Machen Sie sie bewusstlos. Okay. Dann werden wir sie mal punchen. Oder? Oder können wir sie... Ich habe Angst, wenn ich sie jetzt würge, um sie bewusstlos zu machen, dass ich aus Versehen das Genick breche. Das wollen wir natürlich nicht. Okay. Oh nein, nicht nochmal. Einmal reicht. So. War's das? Oder musste man ein-, zweimal? Mich nicht nochmal aufs Genick drücken. Oh, okay, jetzt reicht's. So. Nutzlose Frau. Optische Tarnung, hm? Ich hoffe, das ist nicht ihr einziger Trick. Zweifelst an meiner Macht. Okay, jetzt komm's mit den Spielständen. Jetzt werde ich dir mal zeigen, warum ich der mächtigste Anwender der Psychokinesis und Telepathie auf der Welt bin. Nein, wir brauchen keine Worte, Snake. Ich bin Psycho Mantis. Stefan Boje bist du. Okay. Oder nein, vielleicht deine Vergangenheit. Du bist unvorsichtig. Aber du bist ein guter Kämpfer. Du magst hohe Gewalt. Du bist äußerst vorsichtig mit Fallen. Du glaubst mir nicht. Ich werde mir mehr Mühe geben. Oh Gott. Du spielst gerne Suikoden.
zu Vandal Hearts. Du magst Rollenspiele wie... Du spielst gern Konami-Spiele. Ja. Hat er gelesen. Du speicherst nicht so oft. Du bist eher ein Draufgänger. Ich lese dich wie ein Buch. Glaubst du mir immer noch nicht? Ich zeige dir meine Macht. Leg den Controller auf den Boden. Leg den Controller auf den Boden. So flach wie möglich. Gut so. Ich werde den Controller mit meiner Willenskraft bewegen. Er wackelt! Er wackelt! Was sagst du nun? Spürst du jetzt meine Macht? Die Vorführung ist vorbei. Okay, also. Er konnte meine Memory Card auslesen. Kurze Geschichte, das kann ich nochmal kurz reinschmeißen. Das Ding, dass man den Controller auf den Boden legt und dass der Rumble dann ausgelöst wird, da musste Kojima seinerzeit eine Genehmigung einholen, weil es sonst mögliche Gefahren gäbe, dass Leute über den Controller stolpern. Also, ne, da könnt ihr ihm danken dafür, dass er so viel Risiko auf sich genommen hat. Wir werden jetzt mal versuchen, kurz Psycho Mantis ins Gesicht zu schießen. Okay, Hideo. Nehmen wir mal die SOCOM. Aber egal was ich mache, ich werde ihn nicht treffen können. Ups, Moment. Ich nehme mal kurz die Ration. So. Die Sache ist es, dass ich ihn so lange nicht treffen kann, bis ich die Controller gewechselt habe. Ups. Ich rede mal mit dem Colonel ein klein wenig. Ja, okay. Ich will nur den Tipp hören. Sonst hören wir jetzt erstmal die ganze History von Psycho Mantis und das dauert ein halbes Jahr. So, fragen wir nochmal. Ach, scheiße. Ich drücke mal die falsche Taste. Kreis. Zum Bestätigen. Nicht alles, was Ihre Augen sehen, ist real. Es ist wichtiger, seinen Geist zu zerstören, als seinen Körper. Stören Sie ihn. Denken Sie an nichts. Sehen Sie in die Luft, okay? In die Luft. In die Luft? Er konnte ihre Gedanken lesen. Sie müssen ein Mittel gegen ihn finden. Mit seinen Psychokräften liest er die Aktionen ihres Controllers. So weicht er den Angriffen aus. Tun Sie etwas, was ihn daran hindert, ihren Controller zu lesen. Denken Sie nach. Es muss gehen. Wie jede Message nach und nach immer mehr verrät, was die Lösung ist. Also man kann so oft nachfragen, bis der Colonel es klar ausspricht, es sei denn, man kommt zeitig selbst da drauf. Fragen nochmal. Ich hab's. Nutzen Sie den Controller-Anschluss. Stecken Sie Ihren Controller in Steckplatz 2. Dann kann er Ihre Gedanken nicht mehr lesen. Okay, machen wir das mal. Das muss man auf der PlayStation 3, wo ich es gerade spiele, war das hier unter Steckplätze zu ordnen? Nee, das sind die Memory Cards. Controller neu zuweisen. So, 2. No? Oder was ist 1B? 1C, 1D? What the hell? Nee, Controller 2. Okay, dann gucken wir mal. Und wir nehmen die Farmers. Nehmen wir mal. Ah, scheiße. Scheiße, vergessen. Analog muss ich auch einschalten, ne? Ja, shit. Okay, steh auf, Snake. Wow.
seine Statue hier. Ah, scheiße. Sehr vorsichtig. Zum Glück nicht mehr so gut ausweichen. Ey, Xyclex. Wo ist er denn? Alter, Hideo, hör auf damit. Ich muss doch ballern. Voll die Verarsche, ey. Ah, was soll denn das? Verdödelt. Aha. Kriege ich noch mehr Munition? Muss ich doch besser aufpassen, ne? Doch da. Hey. Ah, hör auf. Wo ist er denn? Links. Ja. Okay. Deine Gedanken nicht lesen. Jetzt muss ich Meryl. Ah, nein! Weg damit. Ich muss Meryl wieder betäuben, bevor es weitergeht. Okay. Du bist stark, aber ich kenne deine schwache Stelle. Oh nein! Meryl, bleiben Sie genau dort stehen, wo er Sie sehen kann, und erschießen Sie sich. Oh nein, nicht Meryl. Nein, Meryl. Nein, unmöglich, nein. Wo bist du? Ach komm. Was bist du denn jetzt? Rede ich dich eben mal. Oh, keine Munition mehr. Ah, da unten. Na gut, dann hau ich ihn kaputt. Was soll's. Ach, Mann.
Immer ein bisschen langwierig. Ich weiß, es gibt natürlich auch effizientere Taktiken als das. Aber verzeiht mir, ich habe schon seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Ah, scheiße. Gedrückt halten bringt natürlich nichts. Ach komm, du, ich fahr doch direkt. Ach, warte mal. Oder bringst nicht das Suchgerät? Das war's, ne? Und das war's. Saftnase. Colonel, Ihrer Nichte geht es gut. Danke, Snake. Ich stehe in Ihrer Schuld. Danke, Snake. Mantis Tod wird wohl Merrills Gehirnwäsche abflauen, nicht, Naomi? Ja, aber weshalb machen Sie sich so viel Mühe wegen ihr? Wegen Campbell? Oder weil Sie sie mögen? Wegen Campbell? Ich kann meine Frau nicht einfach sterben lassen. Tatsächlich? Seit wann kümmert sie der Tod anderer? Naomi, es stimmt. Snake hat viele Leute dem Tod zugeführt. Aber das bedeutet nicht, dass er herzlos ist. Es ist okay, Colonel. Sie hat recht. Die hat ein bisschen was für uns, ne? Du Naomi. Hast den anderen Kopf umgenommen. Ich konnte nicht in die Zukunft. Weil du da schon tot warst. Man muss seine Zukunft nicht sehen. Er macht sie selber. Vielleicht. Aber ich sehe deine Zukunft. Um zu Metal Gear im unterirdischen Hangar zu kommen, musst du durch die Geheimtür, die dort hinter dem Bücherregal versteckt ist. Der Landweg. Der Landvogt. Weil der so hässlich ist. Ekelhaft. Und jedes Wesen, in das ich schaute, war von einem einzigen Ziel besessen. Das selbstsüchtige und atavistische Verlangen zur Fortpflanzung. Atavistisch? Mir wurde davon schlecht. Jedes kleinste Ding auf diesem Planeten existiert bloß zur kopflosen Weitergabe seiner Gene. So sind wir programmiert. Und darum gibt es Krieg. Aber du bist anders. Du bist wie ich. Ohne Vergangenheit und Zukunft. Wir leben nur für den Augenblick. Das ist unsere Bestimmung. Menschen machen sich gegenseitig nicht glücklich. Von dem Moment, wo wir auf die Welt kommen, ist es unser Schicksal, uns gegenseitig nichts als Elend und Leiden zu bringen. Der erste, in dessen Gedanken ich tauchte, war mein Vater. Fragt man sich, wann stirbt er endlich? Ich sah in seinem Herzen nichts als Hass und Abscheu für mich. Meine Mutter starb bei meiner Geburt.
Und dafür hasste er mich. Ich dachte, er würde mich umbringen. So starb meine Zukunft. Und meine Vergangenheit verlor ich auch. Als ich erwachte, war das ganze Dorf in Flammen. Sie haben ihr Dorf niedergebrannt, um ihre Vergangenheit auszulöschen. Ja, und weil ich Spaß hatte. Du hast dasselbe traumatische Erlebnis erlitten wie ich. Wir sind uns fürwahr gleich, du und ich. Die Welt ist interessanter, solange sie Leute wie dich aufweist. Ich war nie für die Revolution vom Boss. Seine Weltmachtfantasien interessieren mich nicht. Ich wollte einfach so viele Menschen wie möglich töten. Sie Monster! Lass ihn! Er hat nicht mehr viel Zeit. Ich anscheinend schon. Ich habe das Böse gesehen. Du, Snake. Du bist wie der Boss. Nein, schlimmer noch. Verglichen mit dir bin ich fast harmlos. Ich lese auch ihre Gedanken. Merrills? Dort sah ich dich. Ja. Du hast einen schönen Platz in ihrem Herzen. Einen schönen Platz? Ja, einen schönen Platz. Aber ich weiß nicht, ob eure Zukunft eine gemeinsame ist. Wahrscheinlich nicht. Eine letzte Bitte. Was ist es? Meine Maske. Setz sie mir auf. Okay. So werde ich mit den Gedanken anderer Leute bombardiert. Bevor ich sterbe, möchte ich alleine sein. Ich will in meiner Welt alleine sein. Ich öffne euch die Tür. Geht da lang, wenn ihr eure Zukunft finden wollt. Ja. Ist der Controller noch an? Endlich! Ich meine, oh, er ist tot. Kommen Sie, Meryl. Tut mir leid. Meryl. Wie konnte ich Mantis meine Gedanken so kontrollieren lassen? Mantis! Wenn Sie an sich zweifeln, lasse ich Sie hier. Sie haben recht. Nie an sich selbst zweifeln, werden Sie davon stärker. Lernen Sie daraus. Sie haben recht. Tut mir leid. Ich tu's nicht wieder. Snake, darf ich Sie was fragen? Was? Was Mantis gesagt hat. Ich habe mich gefragt... Was? Wo liegt jetzt das Problem? Ach nein, es ist nichts. Sagen Sie, Snake, wie ist denn eigentlich Ihr... richtiger Name? Ein Name bedeutet nichts im Kampf. Wie alt sind Sie? Alt genug, um den Tod gesehen zu haben. Familie? Nein, ich wurde von vielen Leuten erzogen. Gibt es jemanden, den Sie mögen? Das Leben anderer Leute interessiert mich nicht. Dann sind Sie also allein, wie Mantis sagte. Mantis! Andere Leute komplizieren das Leben. Ich lasse mich nicht gern ein. Ein trauriger, einsamer Mann. Los, gehen wir. Ach, jetzt gehen wir. Ey, wirklich. Ah, stecken Sie den Controller in Controller-Steckplatz 1, bitte. Dann machen wir das mal. Ey, wie Mantis nicht die Schnauze hält. Und die konnten sich beim Synchronisieren auch nicht entscheiden. Mantis oder Mantis? Was denn nun? Ja. Aber gut, wir haben erfahren, ganz traurig, er wurde zum Monster durch seinen Vater und weil er böse war. So.
Hm? Controller? Ach komm, jetzt hat er das analog wieder nicht genommen. Dann müssen wir mal. Komisch, ich habe auf analog gestellt. Aber gut. So ist besser. Alles klar. Es gibt ein Spiel, das längere Todesszenen hat. Wie ist es? Eternal Sonata. Auf der Xbox 360 habe ich es damals gespielt. Da gibt es eine Szene, da ist so eine Tuss, die stirbt 20 Minuten lang. Und es hört nicht auf. Danach habe ich gesagt, fall bitte um. Ja, Mantis bleibt jetzt erstmal hier liegen. Viel mehr zum Rausholen haben wir nicht. Immer noch Level 5 Keycard, aber wir können jetzt 4 Rationen mitnehmen. Und, ja, ich nehme mal, ja, so viel auf der Farmers habe ich nicht mehr drauf. Nehmen wir die so, komm. Sicher ist sicher. Kommt jetzt der Part, wo man die Discs wechselt? Noch nicht, ne? Na gut. Let's cook. Gibt es hier Wölfe? Wolfshunde. Halb Wolf, halb Husky. Woher wissen Sie das alles? Hilfe! Ich fahre Hundeschlitten. Okay, Ich gehe voraus, Snake. Folgen Sie mir. Ich will die Hunde eigentlich nicht hauen müssen. Habe ich irgendwas zum Betäuben eigentlich? Nee, ich habe keine... Obwohl, ich habe doch eine Stun Grenade bestimmt, ne? Ja. Wahrscheinlich nichts gebracht. Oder? Ich schaue mich mal ein bisschen hier um. Das ist schon ein bisschen Ewigkeiten her. Ah, die jetzt ein paar haben. Schön, schön. Oh, Items, Items. Ration. Farmers Bullets. Gibt es denn hier noch was, was wir mitnehmen sollten? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Ja. Ah, shit. Leave me alone. Ah, falsche Taste. Geh durch, Snake. Geh durch. Können wir eine Ration nochmal nehmen? Ja, ne? Ach komm. Kommen die denn hierher? Die dummen Hunde. Kann ich sie resetten lassen, wenn ich wieder rausgehe? Ja, ne?
dass sie mir nicht mehr folgen. Ich sollte auch mal speichern, ne? Das wäre eigentlich ganz gut. Wie ging das nochmal? Ach ja. Ah nein, nicht. Ja, ja. So, Snake, ihr sollt... Ja, ja, erzähl mir nicht deine Lebensgeschichte. Die will ich gar nicht wissen. So. Also hier gab es das Item. Hier kommen wir nicht weiter. Hier. C4, oder? No? Nee. Da kommt man nicht durch. Schade. Muss ich doch die andere Seite nehmen. Naja. Ich hab's probiert. Sorry. Ich möchte euch nicht erschießen. Ach komm. Das ist doch Bullshit. Na gut, da müsst ihr dran glauben, leider. Meine Freunde. Wie viele Kugeln denn noch? Da. Sorry. Es tut mir leid, Hundis. Also, war es von oben lang? Hier war ja der Raum mit den Sachen. Ne, ich muss oben durch, ne? Ging es denn hier nochmal lang? Oder muss ich noch weiter nach oben? Ach da, okay. Oh. Und guck mal, der eine Hund hat sich in Meryl verliebt. Snake, Sie können doch mit Hunden umgehen. Ich hab's sogar erschossen. Jetzt fühle ich mich so schuldig. Obwohl sie mich lieben. Vielleicht ist das so Liebe durch Gewalt? Die Armen. Na gut. Gehen wir weiter.
Oh. Überall Minen. Ich gehe voraus. Bleiben Sie zurück, okay? Ihr Radar funktioniert nicht. Wir können sie so nicht entdecken. Ich erledige das. Okay, wir müssen uns das merken, wie sie geht. Aber wir sehen zum Glück ja auch noch die Fußspuren. Fußspuren! Wie ein Hut läuft sie. Ein krummer Hut. Können wir trotzdem nicht das Minensuchgerät verwenden? Okay, kommen Sie hinterher. Ziemlich gut, ha? Woher wussten Sie, wo die Minen sind? Es klingt seltsam, aber als Mantis in meine Gedanken eindrang, konnte ich sehen, wo die Minen waren. Beeindruckt? Naja, ein bisschen. Nur ein bisschen. Okay, solange das noch hält, wir wollen aber... Ne, das Minensuchgerät war nur im... Ach komm. Geh so lang. Warum auch nicht? Meryl! Was ist los? Passen Sie auf! Meryl! Es tat echt weh beim Zugucken damals. Ja, ist tot. Ich gebe dich auf. Nein! Meryl, Rookie! Die wollen mich! Das weiß ich auch. Das ist der älteste Trick der Welt. Der Scharfschütze verwendet mich als Köder. Verdammt! Erschießen Sie mich! Nein! Meine Pistole, ich komme nicht dran! Nicht bewegen! Ich hab's versprochen. Ich werde sie nicht behindern. Meryl! Kann noch helfen. Ich will ihnen helfen. Ruhig jetzt. Sparen Sie Ihre Kraft. Ruhig! Zu dumm von mir. Ich wollte Soldatin sein. Aber Krieg ist hässlich. Da ist nichts Heldenhaftes dran. Snake, bitte, retten Sie sich. Leben Sie und glauben Sie an die Menschen. Aber... Vergessen Sie mich nicht. Aber... Oh, es klingelt. Gehen Sie schon. Geh ran, Snake. Geh ran, ans Telefon. Meryl. Mist. Snake, es ist eine Falle. Typischer Scharfschützentrick. Der Scharfschütze wartet, bis Sie ihr helfen. Dann erledigt er Sie. Tun Sie es nicht. Es muss Sniper Wolf sein. Foxhounds bester Killer. Scharfschützen arbeiten gewöhnlich zu zweit. Aber sie nicht. Ich kenne sie. Sie kann Stunden, Tage oder Wochen warten. Es ist ihr egal. Sie beobachtet und wartet auf ihre Chance. Vielleicht. Aber Meryl kann nicht so lange warten. Snake, können Sie Wolf von Ihrer Position aus sehen? Zwischen hier und dem Turm gibt es kein Versteck. Sie muss im zweiten Stock im Turm sein. Wenn sie im Sendeturm ist, haben sie Probleme. Eine perfekte Scharfschützenposition. Auf diese Distanz können sie mit normalen Waffen nicht treffen. Sie brauchen ein Scharfschützengewehr. Jo. Colonel, keine Sorge. Ich werde Meryl retten, egal wie. Okay, danke. Was ist los, Naomi? Nichts. Ich wundere mich bloß, dass sie willig sind, sich aufzuopfern. Sie haben die Gene eines Soldaten, nicht die eines Retters. Was redest du denn da? Wollen Sie damit sagen, ich will nur meine eigene Haut retten? So weit gehe ich nicht, aber... Meine Gene interessieren mich nicht. Ich folge nur meinem Instinkt. Wie ein Tier. Ich werde Meryl retten.
Ich brauche keinen Grund. Okay. Ich tue es nicht für jemand anderen. Ich rette sie, weil ich es will. Keine Sorge, Colonel. Danke, Snake. Verstehe schon. Tut mir leid. Frag mich, ob das im Japanischen auch so ungelenk klang. So. Wir müssen Meryl erstmal alleine lassen, denn wir brauchen ein Scharfschützengewehr. Das befindet sich leider ziemlich weit am Anfang des Spieles. Also eine der ersten Instanzen, wo uns das Game zwingt, komplett zurückzulaufen. Moment, Nachtsichtgerät. So. Oh, wo war es denn was? Doch, da war es, ne? Das heißt, wir gehen jetzt erstmal zurück. Wollte unbedingt, dass ich in die Box gehe, aber dann sehe ich nicht, wo ich hingehe. Wo ist sie denn? Habe ich sie übersprungen? Ne, no use. Achso. Ich kann nicht in die Box. Achso, wahrscheinlich, weil ich liege, oder? Ja. Aber sobald sie mich sehen, bringt das natürlich nichts. Na gut. Ich möchte mich nicht unbedingt anpinkeln lassen von den Hunden. Ach komm. Dreckshund. So, ein Schuss. Komm, ey. Dutschen. So, was? Immer noch? Wie könnt ihr denn da durchs kleine Löchle durch? Dass die Türen nicht automatisch aufgehen, ne? Sobald man den Schlüssel hat. Aber nein. So, ah, sehr schön. Sind die Dinge wieder da. Warte mal. Heißt das, immer wenn ich rein und raus gehe, kann ich meine Sachen wieder voll machen? Das wäre eigentlich ganz cool, wenn die Sachen da immer wieder auftauchen. Kann ich meine Ressourcen alle auffüllen. Oder es dauert seine Zeit, bis man ein paar Räume extra gemacht hat. Nee, so schnell tauchen sie leider nicht wieder auf, aber egal. Also, wir machen uns auf den Weg zurück. Und checken mal, wo wir das Scharfschützengewehr finden. Das sollte im ersten Gebäude unten im Lager sein. Warte mal, sollte ich mich hier vielleicht mal umschauen? Da laufen zwei. Ist hier was unterm Tisch? Nee. Einfach nur dunkel. So, ich warte jetzt hier, bis der Krieg vorbei ist. Ne? Der Raum ist sicher. Na komm, geh mal raus, geh mal raus. Aber stimmt, hier hatte ich mich mit der neuen Keycard gar nicht umgeschaut. 6, Level 6. Oh, die nehme ich mal. Oh, Diazepam wieder. Lecker Diazepam. Ah, oh, gute Pharmaskugeln. Ah, das ist so gut. Ah, nein, nein, nein. Ich sehe dich doch. Ah! Okay. Da muss ich doch nochmal warten. Ausrüsten.
kann hier richtig voll machen. Ups. So. Alles Klärchen im Pupärchen. Was war eigentlich B2 nochmal? B2 war... Achso, das war unten... War das hier mit dem Cyber Ninja? Doch, ne? Ja, doch, das war hier, okay. Ja, okay. Da brauchen wir die nochmal hin. Noch im Moment jedenfalls nicht. Na, oh, Moment. Vorsichtig. Nicht sehen lassen. Vorsichtig. So. Na komm. Ey, krieg. Wenn ich die Kiste vom Anfang hätte, die Box A, dann hätte ich mich auch das Auto hinfahren können auf den ersten Platz, aber ich glaube, so wird's eh. Ah, Moment. Ist hier nicht noch Giftgas extra oder sowas? Nein, ne? Nee. Na gut. Zur Sicherheit. So. Geh auf die Tür. Ja, der Chat schreibt, im ersten Gebäude ist auch Body Armor oder haben wir das schon? Noch nicht. Aber, weil die Body Armor auch noch nicht mit meiner Keycard damals zu holen war. Die würden wir jetzt gleich holen. So. Warte mal, ich müsste noch mal gucken, das Minensuchgerät erstmal. Da. Schau's dir an, diese fucking Minen. Ihr seht's auf dem Radar oben, ne? Wie sie ausliegen. So, ihr wisst, wir müssen drüber kriechen, damit wir die Claymaus einsammeln. Dann tun sie uns auch nichts. Ey, wie sie es wieder voll gemacht haben, alles. Claymore-Minen und Selbstschussanlagen. Guck mal, was voll die Dutzende davon. Ein Dutzende von den Minen. Ist übrigens sehr lustig, dass wir der weltweit am meisten geschaute Metal Gear Solid Stream sind. Wir waren vorhin, als ich geschaut habe, aber auch der Einzige. Also kommt das immerhin noch dazu. Kein Laser? Okay. Keine Laserdingers. Zweites Untergeschoss. Falls ihr heute zum ersten Mal zuschaut, jeden Sonntag werden wir hier Metal Gear Solid von 16 bis 18 Uhr spielen. Seid dabei, wenn ihr wollt. Nikita Messer. Okay, die Nikitas haben wir. Ansonsten aber auch samstags 16 bis 18 Uhr ist Gregor Zock, die wöchentliche Gaming-Show angesagt, hier auf twitch.tv/emp-de. Hier ist... Moment. Hier ist noch... Sag mal, Ghost. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr ein Follow hinterlasst, weil dann bekommt ihr auch mit jedes Mal, wenn hier ein neuer Stream ist. Wir haben, bevor wir Metal Gear angefangen haben zu spielen an den Sonntagen, Legend of Zelda, Ocarina of Time und Majora's Mask 3D auf dem 3DS gespielt. Ich überlege für die kommenden Male, weil Metal Gear Solid sollte im besten Fall nicht so super lange dauern, bis man es fertig hat.
Weil es gibt ja noch diverse andere Zelda und Metal Gear Solids. Man könnte vielleicht auch dann doch noch was anderes spielen. Irgendwie drängt sich mir Grandia 2 auf. Da hätte ich Bock drauf. Granate, Granate, Granate. Aber man kann ja auch die Metal Gears weiterspielen. Es gibt ja noch genug, bis The Phantom Pain kommt. Okay, da läuft er lang. 2, 3, 4 können wir machen. Da haben wir hier schon. C4, C4, C4. Oben rechts die Wand sprengen. Aber erstmal möchte ich kurz... Ach, ich glaube, ich bringe die um alle. Okay. Oh, ich habe dich doch getötet. Scheiße. Okay, das war nicht so gut. Und da hinten sollte eigentlich, glaube ich, mein Scharfschützengewehr sein. Komme ich da noch raus? Ja! Saftnase. Komm. Okay, hier bringt das echt nichts. Na gut, zimmert mich um, ihr Schweinchen. Hier ist es ein bisschen schade, beim ersten Teil kann man nicht mehr, also wenn man entdeckt wird, nicht einfach irgendwo in... vier, nicht drei. Okay. Okay. Den haben wir auch. Okay, den haben wir auch. Das Zielsuchgerät ist automatisch hier. Wenn man Viereck gedrückt hält und dann ist der erste Schuss sozusagen geladen und wenn ich loslasse, wird geschossen, aber es wird auch automatisch gezielt. Das heißt, ich kann so lange gedrückt halten, bis der Gegner anhält, loslassen, der erste Schuss trifft dann und gleich 4-5 hinterher packen. So. Und deshalb kann ich die relativ leicht killen. Ich habe auch sehr oft den Missions-Modus, also die nicht die Secret-Missions, also nicht das Add-on, sondern die Bonus-Missionen. Warte mal, ich wollte hier Nachtsicht. Tremble-Bobbles. Alter! Why? Wie funktioniert das? Nee. Kann ich? Oh, okay. Wie komme ich hier daran vorbei? Kann ich die Chaff-Grenades benutzen? Puh. Oh. Oder kann ich mich irgendwie... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Da ist das Scharfschützengewehr, die PSG 1. Oh Gott, oh Gott. Sie haben ein PSG 1? Benutzen Sie das gegen Sniper Wolf. Schnell, retten Sie Meryl. Ja, ich hätte sie auch natürlich. Ich wollte sie sowieso retten, Colonel. Oh, oh, oh. Glück gehabt. Boah, ey. So, bevor wir weitergehen und sie neue Wachen schicken, also schnell die anderen Sachen einsammeln. Solange wir hier sind. Die Gitter-Missiles haben wir alle voll. Dafür muss sie ja
Also, Meryl kann ja ein bisschen den Finger auf die Wunde legen. Oder auf die Wunden. Na? Es bringt ja nichts, wenn wir zu wenig Munition haben. Na, zum Mitnehmen. Das bringt ja nichts. Weil ich sehe, einige Leute fragen sich, wo Katharina ist. Die hat mich natürlich unterstützt, als wir Majora's Mask gespielt haben. Metal Gear hat sie nicht so besonders viel am Hut. Deshalb darf sie den Sonntag auch mal für sich haben. Also es war sowieso sehr nett von ihr, dass sie ihre Sonntagnachmittage dazu verwendet hat, mit uns gemeinsam hier zu zocken. Da auch an dieser Stelle nochmal ein großer Dank. Von meiner Seite aus ist es natürlich nicht ausgeschlossen, dass wir irgendwann mal nochmal was gemeinsam hier unternehmen. Aber im Moment darf sie auch mal ihre freie Zeit genießen. Na, das soll ja dran sein. Wir sind ja auch ganz gut beschäftigt mit Metal Gear Solid. Aber ihr könnt ihr ja gerne weiterhin unter Twitter, Facebook und so weiter folgen. Twitter @Katie_May_05 und Katie mit IE und May mit MAY. Warte mal, ich spreng mal die Wand, das hatte ich letztes Mal nicht gemacht, ne? Warte mal hier. Nee, ha? Das ist doch die Wand, oder? Oder, es ist die falsche Wand, ne? Ist es die hier? Die ist es. Klar, es reicht ja nicht, dass sie angedödelt ist, sondern sie muss auch noch eine andere Farbe haben. Alter! Sogar mehr C4. Aber auf der Seite dann auch, ne? Hier. Aber nur Granaten. Sonst nicht besonders viel hier drauf. Naja, dann gehen wir mal zurück. Meryl hat es bestimmt überlebt bis hierhin, oder? Fürs Snipergewehr gilt übrigens, dass je länger wir es benutzen, ja, umso unruhiger wird die Hand. Man kennt es ja, ne? Von anderen Spielen vielleicht. Hallo? Machen wir schnell auf. So. Man kennt es ja von anderen Spielen, wo man die Luft anhalten muss mit einer Taste, damit es weitergeht. Also damit man vernünftig zielen kann, ohne dass sich zu sehr bewegt. Hier fängst du an zu zittern. Dafür gibt es das Diazepam. Das ist Beruhigungsmittel, was die Hand ruhig... Oh, erster Stock natürlich. Was die Hand ruhiger hält. Und das müssen wir im besten Fall nehmen. So. Warte mal, aber jetzt frage ich mich, war hier doch nicht noch irgendwo die Jacke, ne? Die schusssichere Jacke, weil wichtig wäre die eigentlich schon. Irgendwie vermisse ich sie jetzt, aber es ist schon so lange her, dass ich es gespielt habe. Wo befindet sich denn die schusssichere Jacke? Da seid ihr euch. Hier auf der oberen Ebene. Also doch mal hier umschauen, alles klar. Jetzt habe ich so viel Munition. Da gehe ich lieber auf Nummer sicher. So, warten. Bei Twin Snakes, bei dem GameCube Remake, kann man hier aus der Ego-Perspektive die Dinge auch kaputt schießen. Also die Überwachungskameras. Cardboard Box A. Sehr gut. Jetzt haben wir die auch. Damit können wir uns hierhin zurückfahren lassen.
Werden wir übrigens gleich verwenden. Wir werden mit der Cardboard Box zurück ins Lager fahren. Ja. Aber hier war ich schon, ne? Ach, der Johnny da oben stört mich. Ach komm, ich hab dich doch getötet. Eieiei. Habe ich nochmal Glück gehabt, dass der so blöd ist, oder? Oh Gott. Verdammt, ey. Verdammt. Chef Grenade. So. Ach, nur Munition hier, ey. Nur Munition. Nur Munition. Ach komm. Die Jacke ist auch nicht hier, ne? Auch nicht hier. Wo ist sie dann? Die Box bringt leider nichts zum Verstecken, werte Chat, wenn man bereits einmal entdeckt wurde. Weil dann kicken sie die Johnnies nur weg. Gibt's echt nicht. Na gut, nee, erschieß mich. Ist mir egal. Da gab's eh nichts Interessantes. Komm, erschieß mich. Nein, bitte nicht. Nein. Nein. Nervig. Aber egal. Das einzige Interessante war die Cardboard-Box, ne? Die oben war. Die habe ich jetzt nicht, die Cardboard-Box 1. Die holen wir nochmal. Manchmal ist es einfach leichter, sich killen zu lassen. Und da hat sich die Geschichte. So effizient und elegant, wie ich gespielt habe. Ach, geh rein, ey. Saftnase. So. Also. Dafür werden wir jetzt ein bisschen Weg abkürzen.
So, der Chat sagt, die Armor braucht Level 6 laut... Boah. Laut Guide. Ja, dann bringt es leider wohl nichts, wenn wir jetzt gucken. Wir kommen doch nicht die Treppe rauf, oder? Nein. Okay. So. Ah, scheiße. Hier ist kein LKW, ne? Der ist ganz draußen. Müssen wir wohl mal... Wo war... Wo war der Durchgang nach draußen? War der hier? Der untere. Es gab doch auch einen, wo man unten durch konnte, oder nicht? Oder war es das hier, wo man dann... Ach, warte mal. Da ist er. Wir nehmen mal eine Abkürzung jetzt. Da wir die Cardboard-Boxen haben. Wir wollen ja nach Möglichkeit alle Varianten hier sehen. Ich hätte auch natürlich jetzt hier durchlaufen können wieder, durch das Minenfeld. Aber ich will euch eine andere Option einmal zeigen. Weil die ist nützlich, wenn man mal ein paar Sekündchen sparen will. Quer durch. Hier geht man übrigens durch Wasser durch. Und man sollte nicht zu lange sich Zeit lassen, sonst ertrinkt man. So. Oh, was ist das? Warte mal. Hier. Ah, das ist die andere Seite. Was ist das für ein Item? Wahrscheinlich nur Kugeln, ne? Oder ist es eine Ration? Es ist so dunkel, es ist eine Ration. Oh, dann kann ich aber... Ah, geht's hier nicht raus? Bin ich falsch abgebogen? Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass man hier unten raus konnte, auf den großen Vorplatz, wo der LKW war, damit uns der LKW durchfahren lassen kann. Ah, schade. Und ganz nach oben laufen möchte ich jetzt auch nicht. Na gut, dann nehmen wir den traditionellen Weg. Schade. Aber es kommt davon. Wann habe ich das letzte Mal durchgespielt? Vor etwas über 10 Jahren. Glaube ich sogar auf der PlayStation 1. Gut, dann gehen wir durch. Blip, blap, blub, blub. Für was wärt ihr denn, ja? Wenn wir wieder erwarten, nein, wir werden es auf jeden Fall schaffen, ne? Auf die eine oder andere Art durch Metal Gear Solid 1 durchkommen. Wollt ihr lieber an den Sonntagen wieder zurück zu Zelda? Oder lieber doch Metal Gear Solid oder auch was anderes? Weil es gibt ja noch jede Menge. Eigentlich, es hört sich auch attraktiv an, die Metal Gear Solid nochmal durchzupowern, bevor im September The Phantom Pain kommt, ne? Können wir nochmal durchzimmern. Und den Dreier und den Vierer habe ich nur einmal durchgespielt. Heißt also, da hätte ich auch eigentlich nochmal Auffrischungsbedarf. Den ersten habe ich sehr oft durchgespielt und den zweiten auch einigermaßen. Also drei oder viermal mindestens. Aber den Dreier und den Vierer nur jeweils einmal. Ich
Ja, Grandia 2 wäre auch krass. Obwohl, da ich vergessen, das gestern in der Show zu machen, drüber zu reden, aber das werde ich in einer der nachholen. Es wurde ja angekündigt, dass es ein Remake oder besser gesagt ein HD-Update von Grandia 2 geben wird. Auf PC, auf Steam, basierend auf der... Ich wollte das Minensuchgerät, oder? Wo ist es denn? Da. Auf Steam, basierend auf der Dreamcast-Fassung. Und ich weiß nicht, ob ich da vielleicht sogar warten sollte, bis da die neue PC-Version draußen ist, die gute, verglichen mit der beschissenen. Die gerade noch momentan erhältlich ist. Da gab es ja eine sehr schlechte PC-Umsetzung, seinerzeit von Ubisoft gepublished oder gemacht, die abgestürzt ist die ganze Zeit und auf schlechter PS2-Version basiert ist, also... Könnt ihr mir vorstellen, da wird es eher Sinn ergeben, die Version zu machen. Also falls wir wieder Zelda spielen würden, dann wäre das... nee, da oben brauchen wir nicht hin. Dann wäre das Twilight Princess, weil das habe ich auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr gezockt. Metal Gear Solid wäre es wohl Metal Gear Solid 2. Yikes. Jetzt will ich hier durchlatschen vernünftig. Oh, Chef Grenade. Das war das Chat Level 6 Karte für die Body Armor. Ne? Dann gucken wir uns jetzt hier im Stockwerk von dem Cyber Ninja. Oder? Nee, da gucken wir uns erstmal nicht um. Da gehen wir den normalen Weg wieder zurück. Meryl wird es ja bestimmt überlebt haben. Schaut's aus. So, wir gehen wieder durch. Ich glaube, die Leiche von Psycho Mantis liegt immer noch herum. Die alte Saftnase. Na, oder ist sie weg? Ne, sie ist weg. Weggeräumt. Sauber gemocht. Dafür gibt es hier wieder leckere Items. Brauche ich noch eine Ration? Nein. Oh. Die Hunde, sie jaulen. Nachtsichtgerät. Wo war es hier nochmal? Hier war es durch, ne? Nee, hier nicht. Ah, steh auf. So, einmal anballern. Das macht denen ja nichts. Ah, wieso gehst du wieder zurück? Verdammte Steuerung. So, ihr wollt unbedingt, dass ich die Box benutze, oder was?
Na gut. Komm, Hündi Lee. Obwohl, es passt ganz gut. Dann schaut mal an, was er mit der Box macht, weil ich muss auch strullern gehen. Bis gleich. So ist das. Ha. Gehen wir beide strullern, der Hund und ich. Schön ist das. Ha, so ist das. So gehört sich das. So, hat der Hund drauf gestrullert? Ist es gut? Naja, es reicht. Also, eine Ration liegt hier noch rum. Und dann gehen wir jetzt rüber und gucken mal, was wir machen können. Okay. Ah, die... Ah, scheiße, ich hätte die vorhin nehmen müssen, ne? Die Minen. Ach ne, die sind weg. Alles klar. Also, lass mal gucken, wir brauchen die PSG. Sobald wir die dran haben, legt sich Snake hin und ich krieg dann die Anzeige. Moment, die Thermal Goggles. Ah, obwohl, die kann ich auch gebrauchen, weil ich glaube, der zeigt mir dann an, wo sich Sniper Wolf befindet. So, ich lege das mal kurz an zum Testen. So, und ihr seht, wenn ich so lasse, Snake fängt an zu zittern von alleine. Ich müsste hier das Diazepam machen. Und guck mal, der Laser. Okay, PSG Bullets haben wir auch. Steh auf. Nehme mal ein bisschen Diazepam. Es hält aber auch nicht so lange. Scheiße. Ich habe die falsche Taste gedrückt zum Schießen. Ah, ich Vollidiot. Oh, das gibt's nicht. Ach komm. Komm raus. Ey, auf die Schnelle. Frikadelle. Das bringt's nicht, ey. Ich muss gerade sitzen. Scheiße, das Diazepam geht mir aus. Yeah. Ah, sie hat mich auch getroffen. Ja. Scheiße. Ah. Ah, nein. Da wollte ich doch nicht hin. Da wollte ich hin. So. Diazepam, Diazepam. Da. Da bist du.
Ey, mit dem Analog ist es wirklich nicht besonders schön. Komm. Ah! Shit. Da hat mich mein wieder invertiert, nicht invertiert. Das hat sich gerecht. Aber ich hab sie gleich, ich hab sie gleich. Komm. Oh nein! Ey, was ist denn jetzt los? Du dumme Sau. Wo bist du? Da bist du. Ach komm! Jetzt habe ich keine Kugel mehr. Ja, zu weit. Ich habe nicht mehr so viel die. Ach, so ein Dreck, ey. Komm! Endlich! Endlich! Mann, 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 Mann! Wirklich mit den Analogsticks? Von der PS1 ist nicht gut Kirschen essen. Präzise zielen war aber nichts. Ach ja, übrigens, Meryl ist nicht mehr hier, aber ihre Blutflecken sind noch da. Wir werden es natürlich auch versuchen können, näher ranzuwagen, aber die hätte uns kaputt geschossen. Die Sniper Wolf. Die alte Schabracke. So. Brauchen wir die? Nee, noch nicht. Hey. Boah, jetzt wird es anstrengend, glaube ich. Jetzt kommt nämlich der Turm. Der Turm, den wir hochsteigen müssen. Nehmen wir mal Farmers Munition. Ah, warte mal, da unten war doch was. Habe ich es doch gesehen. Farmers Munition, so. Hier oben wäre sie gewesen. Guck mal, wir sehen die Blutspuren von ihr. Aber sie ist nicht mehr da. Oh, und das finde ich auch ganz geil. Guck mal oben auf der Strebe, ja? Die Ratten, die Rättchen, die herumlaufen. Herumlaufen, die Rättchen. Ich frage mich, Sniper Wolf, die kann ja wochenlang zur Not da warten, bis jemand kommt. Aber sie hat ja fast nichts an. Nicht bewegen! Was soll man da machen? Und ich wurde gefangen genommen. Holy fuck. Solch Neidziele kann man nicht verfehlen. Waffe fallen lassen. Ich hätte mal speichern sollen, oder? Shit. Welche Taste muss man drücken für die Folter? Welche ist es? Kreis? Sie sind ein Narr, dass Sie hierher zurückgekommen sind.
Eine Scharfschützendame, wie? Wussten Sie nicht, dass 2/3 der besten Scharfschützen der Welt Frauen sind? Klar. Möchten Sie zuerst sterben? Oder lieber Ihrer Freundin zusehen? Nachdem Sie tot sind. Ach, wirklich? Wenigstens geben Sie nicht auf. Ich bin Sniper Wolf. Und ich töte meine Opfer. Immer. Keine schlechte Stimme bei ihr. Sie sind für mich eine besondere Beute. Klar. Klar. Ich habe sie gezeichnet. Nicht vergessen. Bis ich dich töte, denke ich nur an dich. Ja gut, dann müssen wir das jetzt schaffen. Weg mit ihm! Weil, wenn wir die Folter nicht siegreich überstehen, bekommen wir das, in Anführungsstrichen, schlechte Ende. Das wäre schade. Tötet ihn noch nicht. Ich will ihn leben. Er gehört mir. Keine weiteren Unfälle mit dem Darpaschef. Will mit dem Darpaschef. Meine Zeit. Okay. Oh, jetzt wird's heftig. Ich kann mich übrigens selbst umschauen mit dem Stick. Er ist härter, als ich dachte. Weißt du, wer ich bin? Oh, diese Stimme. Ich wusste, ich werde dich eines Tages treffen. Den Mann, der das meine gestohlen hat. Applaus, Applaus, Applaus! Geburtsrecht gestohlen hat. Kann ich jetzt? Vergiss es. Bist gut festgebunden. Ich bin der Mann, dem du alles Gute weggenommen hast. Und jetzt, nach dem Opfern unserer Brüder, nach 30 langen Jahren, treffen wir uns endlich. Das ist echt mit Abstand. Der Bruder des Lichts. Die schlimmste Stimme. Bruder der Dunkelheit. Kann ich jetzt hier hin? Brauchst du seine DNA auch? Ja. Ich brauche eine Probe, solange er noch lebt. Wir müssen die Mutationen in den Genomsoldaten korrigieren. Können wir sie dann heilen? Nein, wir brauchen immer noch die DNA des Big Boss. Haben Sie unsere Forderungen erfüllt? Natürlich nicht. Sie werden es nicht tun. Alles Heuchler. Jeder Einzelne. Ist das deine Meinung als Kurdin? Politik kommt immer zuerst. Richtig. Deswegen wollen sie das Durchsickern von Informationen über die neue Atomwaffe vermeiden. Boss, ich glaube, unser Freund ist wach. Okay. Also, ich muss jetzt ganz schnell auf die Kreistaste hämmern. Boah, ich hoffe, ich schaffe das. Na. Wir sind uns doch ähnlich, findest du nicht, kleiner Bruder? Oder sollte ich sagen, großer Bruder? Ich weiß nicht, aber das ist egal. Du und ich sind die letzten überlebenden Söhne des Big Boss. Alter! Alter! Tatsächlich? Und dann? Diese Idioten! Also gut, Raven, ich komme sofort. Sie erfüllen unsere Forderungen nicht. Wir zünden die erste Rakete wie geplant in 10 Stunden. Verdammte Amerikaner. Sie haben sich wohl verschätzt. Etwas stimmt nicht. Die Amerikaner sind sonst immer die Ersten am Verhandlungstisch. Sie müssen glauben, noch einen Trumpf in der Hand zu haben. Das ja, mich. Das ist es also dann. Wir zünden die Atomrakete und reiten sie schön in die Geschichte ein. Ich kümmere mich um die Startvorbereitung. Du übernimmst, Ocelot. Und du? Möchtest du dem Spektakel zusehen? Nein, kein Interesse. Ich muss die Familie füttern. Drogen! Du ziehst deine Wölfe meiner Show vor? Hm. Ocelot, keine weiteren Pannen wie mit dem Chef. Ja, ich weiß. Das war ein Unfall. Ich hatte mir den Bürohengst nicht so hartnäckig vorgestellt.
Nun, seine mentale Abwehr wurde durch Hypnotherapie verstärkt. Boss, was ist mit dem Ninja? Er hat 12 Männer getötet, wer immer er ist. Er ist ein Spinner. 12 Mann um ihr Licht. Der Kerl hat mir meine Hand genommen. Wie kam der rein? Vielleicht gibt's einen Spion unter uns. Mantis ist tot. Wir wissen noch nicht, woran Baker und Octopus starben. Uns fehlen Leute, also halte die Folter so kurz wie möglich. Oh Gott. Oh Gott. Das ist ein Verhör. Ach, wie du willst. Bis später. Bruder. Ey, wenn Liquid Snake die Stimme nicht wäre. Ja? Und vom Colonel. Dein Mädchen gibt es noch. Merle? Bis später, Hübscher. Du hängst. Ah, wenn sie mal ein Opfer hat, denkt sie an nichts anderes mehr. Manchmal verliebt sie sich sogar in ein Opfer, bevor sie es umbringt. Endlich sind wir allein. Jetzt küss mich. Wie fühlst du dich? Ganz okay. Ich habe auf dem Drehtisch gut geschlafen. Schade, dass ich alleine war. Freut mich aber. Das ist auch kein gewöhnliches Bett. Ich zeig dir ein paar der interessanteren Funktionen. Okay, jetzt kommt's. Oh, keine Sorge, ist alles hier. Washington hat mit dir einen gewagten Versuch unternommen. Sieht so aus, als hätten sie dich überschätzt, mein Bodenjunge. Metal Gear ist also mit einer neuen Art Atomsprengkopf bewaffnet, ne? Warum fragst du nicht Campbell nach den Einzelheiten? Den Colonel. Übrigens, du hast eine Laserdisc von Präsident Baker erhalten, nicht wahr? Und wenn? Ist das die einzige Disc? Keine weiteren Daten? Was meinen Sie? Es gibt keine Kopie? Wenn nicht, kein Problem. Ist Merle okay? Sie lebt noch. Wolf war wohl in großzügiger Stimmung. Und wenn sie weiterleben soll, fängst du wohl besser an, meine Fragen zu beantworten. Du hattest eine Schlüsselkarte. Wo sind die beiden anderen? Was ist der Trick mit den Schlüsseln? Trick. Der Präsident dieses Wiesel sagte, es gäbe einen Trick beim Verwenden der Schlüssel. Keine Ahnung. Aha. Kein Problem. Wir werden ein Spiel spielen, Snake, und herausfinden, was für ein Mann du wirklich bist. Wenn die Schmerzen unerträglich werden, gib auf und dein Leiden hat ein Ende. Wenn du das tust, gehört das Leben des Mädchens mir. Okay, okay. Wenn sie schnell hintereinander die Kreistaste drücken, können sie die Folter überleben. Falls sie aufgeben möchten, drücken sie die Select-Taste. Wenn ihre Lebensanzeige 0 erreicht, ist das Spiel vorbei. Keine Fortsetzung, mein Freund. Hey! Vergessen Sie Dauerfeuer, oder es knallt. Ich hab kein Dauerfeuer. Wir haben Ihr Spiel lange nicht gespeichert, Snake. Ja. Und? Wenn Sie die Folter nicht überleben, ist das Spiel vorbei. Wollen Sie das alles nochmal machen? Ich werde es nicht weiter sagen, aber geben Sie doch auf. Oh! Wie fies! Ich werde eine hohe elektrische Spannung durch Ihren Körper leiten. Wie fies! Eine kurze Zeit, es wird sie nicht töten. Sie sind hart, Snake, aber ich habe schlechte Nachrichten für Sie. Sie sind kein Kriegsgefangener. Sie sind eine Geisel, keine Genfer Konvention. Niemand kommt sie retten. Langsam, ungemütlich. Gut, so ist das richtig. Ich trainiere ein bisschen. Schön. Fangen wir an. Oh, mir geht die Muffe. Okay, los geht's. Okay. Wie fanden Sie Runde das? 1. Noch einmal. Haben Sie schon genug? Wir sind noch nicht fertig.
Sind Sie okay? Oh Gott. Soll ich weitermachen? Nein, 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 nein! Noch einen kleinen Nachschlag. Oh nein! Oh. Gratuliere, Sie leben. Oh. Alter. Genug für heute, glaube ich. Sie sind wirklich der Bruder vom Boss. Ihr Bruder, ein erstaunlicher Mann. Wer sonst könnte eine F-16 mit einem Hind-Helikopter abschießen? Das Projekt Les Enfants Terribles war nicht umsonst. Er ich hätte abspeichern sollen. Er kann meine Träume Realität werden lassen. Das war's doch, oder? Ja. Ha. Wenn ich aufgegeben hätte, dann gäbe es das schlechte Ende am Ende. Und wenn ich gestorben wäre, wäre ich gestorben. Ich hätte alles nochmal machen dürfen. Seit dem letzten Save. Also seit Anfang heute. Arme Gitarre. Die Hand zittert. Ich habe wohl einen Mitbewohner. Guck mal, der DARPA-Chief, der Chef, der richtige DARPA-Chef. Voll mit Maden. So. Jetzt können wir natürlich nicht saven. Ah, Johnny. Keine Items? Ah doch, ich kann doch saven. Es ging vorhin nämlich nicht. Sie sind in Ordnung? Ich hatte solche Angst. Ja, ja, Schnauze. Ay, caramba. Wie lange hatten wir nicht gespeichert? Fast über eine Stunde. Eine fucking Stunde hätten wir verloren. Bitte, Snake, nicht aufgeben. Wir müssen jetzt aus der Zelle rauskommen. Es gibt ein paar verschiedene Varianten. Ja, Johnny ist draußen. Und schnüffelt. Wir können uns unterm Bett verstecken. Er darf uns aber nicht sehen, wie wir uns verstecken. Sonst sagt er, kommen Sie da unten raus. Ich habe Sie gesehen. Na, womit spielst du denn da rum? Wir müssen ihn also dazu bringen. Was machst du denn? Snake, sind Sie okay? Es ging mir schon besser. Wie geht's Meryl? Sie haben sie. Verdammt. Snake, die Regierung gibt den Forderungen nicht nach. Wir werden versuchen, mehr Zeit zu gewinnen. Colonel, stellen Sie sich nicht dumm. Colonel. Es tut mir leid wegen Meryl, aber hören Sie endlich auf zu lügen. Wovon sprechen Sie? Metal Gear sollte einen neu entwickelten Atomsprengkopf abschießen, nicht wahr? Sie wussten es die ganze Zeit. Colonel. Warum haben Sie nichts gesagt? Tut mir leid. Sie haben sich verändert, Colonel. Metal Gear, geheime Atomwaffenforschung. Weiß das Weiße Haus davon? Wie weit ist es darin verstrickt? Soviel ich weiß, war der Präsident zumindest bis gestern noch nicht über... Ja, zumindest, ja, die stecken alle ein bisschen mit drin. Und labern jetzt darüber. Ja, ja, ja. Bitte, Snake, stoppen Sie es trotzdem. Auch wenn wir Bescheid wussten, dass es eine Abschussanlage war. Ja, und gerade erklären Sie, warum Sie nicht die Überreste von Big Boss an Foxhound geben. Das sollte ja der Grund sein. Gebt uns die Überreste von Big Boss und Geld, aber hauptsächlich die Überreste und dann schießen wir nicht die Atomsprengköpfe ab. Und die erzählen gleich, genau, dass der tote DARPA-Chef, oder erzählen Sie es jetzt noch nicht? Kein Blut mehr im Körper. Ah, und jetzt wundern Sie sich alle, komisch. Warum verwest denn der DARPA-Chef so schnell?
Als ob der schon Tage da rumliegt. Wer hätte das gedacht? So, wir gucken uns mal die Schnellvariante an. Und? Ja, befreien Sie Meryl bitte. Das Ziel ist immer noch, Metal Gear aufzuhalten, indem wir diese drei Schlüsselkarten finden. So, entweder kann ich das mit dem Bett jetzt hier machen, mich drunter verstecken, oder warten, bis ich Hilfe bekomme von jemandem. Wer sieht mich die ganze Zeit? Womit spielst du denn da rum? Ja, er muss ganz zur Ecke sein. Dann wundert er sich, wo ich bin. So. Aber eigentlich... Ah, scheiße, der sieht mich die ganze Zeit. Ich möchte eigentlich darauf warten, dass die Hilfe von außen kommt, weil da gibt's eine coole Methode, um hier rauszukommen. Ah, jetzt. Showtime, Snake. Ocelot ruft dich. Was, nochmal? Aber nein! Och Mann, ich dachte, jetzt kommt Otacon. Oh nein, warum? Ach, ich muss ihn anrufen. Okay. Scheiße! Ich muss ihn anrufen, der kommt nicht von alleine. Oh shit. Wenn Sie schnell hintereinander die Kreistaste drücken. Ja, okay. Ach, Arschloch. Dann müssen wir mal Otacon rufen gleich, ja? Wie fanden Sie das? Noch einmal? Die ersten zwei Male sind easy. Haben Sie schon genug? Danach wird's knifflig. Wir sind noch nicht fertig. Du musst ihn anrufen, ey. Scheiße. So. Sind Sie okay? Soll ich weitermachen? Noch einen kleinen Nachschlag. Du machst ihn ja sowieso. Naja, easy. Gratuliere, Sie leben noch. Nun genug für heute, glaube ich. Wir leben in einer traurigen Zeit. Imperialismus, Diktatur... Ja, halt die Schnauze, ey. Perestroika, deine Mutter Perestroika. Scheiße hier. Übrigens, das ist eigentlich nicht so schwierig. Ich benutze immer nur einen Finger dazu und lege das Pad auf eine weiche Oberfläche. Dann drückt man auf das Pad drauf und die weiche Oberfläche wie das Sofakissen bewegt das Pad hoch und runter. Das heißt, ich brauche also nicht abwechselnd und irgendwie drüber reiben. Das geht relativ easy damit. Das ist ein kleiner Tipp von mir. So. Otacon, alles in Ordnung? Ja, dank meiner Stealth-Tarnung. Ich muss um deine Hilfe bitten. Ja, komm mal vorbei. Was soll ich tun? Ich bin gefangen. In einer Zelle. Welche Zelle? Da ist eine Foltermaschine. Okay, ich weiß schon. Es ist nicht weit weg. Ich komme. Danke. Ja, beeil dich mal. Beeil dich! Sind Sie okay, Snake? Ja. Es gibt nichts Neues. Ach was. Snake, kann ich Ihnen helfen? Nein. Ab. Ja, hör auf damit. Mein Arm tut nicht weh. Ha!
Und jetzt hat der Controller gerade gerüttelt, damit man seinen Arm ein wenig damit massieren lassen kann, von vielen Drücken. Oh Gott, und jetzt erzählt sie von ihrer Familie, ey. Nein, sie hatte keine Familie, alles nicht schön. Big Boss war ihr Ziehvater. Ja, ja. Oh Mann, 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 Mann. Oder? War Big Boss ihr Ziehvater oder habe ich jetzt zu schnell gelesen? Irgendwas war da. Ach ja, Frank Jäger. Frank Jäger, genau. Mit Gray Fox hatte die auch noch was zu tun. In Sansibar. Ey, immer diese Zwangslabereien. Ich will nach Möglichkeit nur die wirklich ganz, ganz ultra wichtigen Gespräche hier auslaufen lassen. Uff. Mein Magen, verdammt. Genau, geh auf die Toilette. Johnny. Jetzt könnte ich mich hinterm Bett verstecken, aber... Guck mal. So, der ist auf der Toilette. Theoretisch müsste Otacon jetzt vorbeikommen, aber ich verstecke mich so lange auch unterm Bett. Ah! Jetzt kommt er, oder? Da! Ihr seht's. Hey, ich bin hier! Da! Er gibt mir jetzt ein tolles Item. Otacon! Wow, die haben sogar sie geschnappt? Schnell, ich muss hier raus. Loslassen, das tut weh. Schnell! Ist das eine Art, um einen Gefallen zu bitten? Loslassen! Hm, das ist ja wie ein Tierkäfig. Der Gestank. Schau ihn dir an. Igittigit, das ist der Dapasche. Igittigit! Wenn du dich beeilst und mich hier rausholst, liege ich bald neben ihm. Diese Schufte. Das Schloss geht mit der Karte nicht auf. Sie brauchen einen Schlüssel, wie die Soldaten ihn haben. Was machst du denn hier? Ich dachte, sie hätten Hunger. Wenn sie Essen brauchen, kann ich ihnen später noch mehr bringen. Und ich habe diese Karte für sie. Stufe 6. Das lässt sie aus der Folterkammer. Hier, nehmen Sie das auch. Was ist das? Ein Taschentuch. Ich hab's von Sniper Wolf. Mhm. Warum? Ich weiß nicht warum, aber sie ist so nett zu mir. Das klingt mir fast wie das Stockholm-Syndrom. Ich kümmerte mich um die Hunde. Als die Terroristen hier übernahmen, wollten sie alle Hunde erschießen. Aber Sniper Wolf stoppte sie. Hab ich erschossen. Ich kann sie sogar füttern, wenn ich gefragt habe. Die Markhunde. Die ist bestimmt ein guter Mensch. Tun sie ihr nichts an. Aufwachen, du Idiot! Sie hat auf Merrill geschossen! Na, ich hab mein Möglichstes getan. Wir wollen eine Atomrakete zünden. Ich muss sie stoppen. Dann müssen sie am Sendeturm vorbeikommen können. Erst musst du mich hier rausholen. Hey, ich versuche mein Bestes. Die Wache hat den Schlüssel. Überwältige sie. Mach mal Pause. Ich bin kein Soldat. Mach mal Pause! Du musst. Der bringt mich um. Ey, dieses Synchro. Dieses Synchro! Oh nein! Er kommt zurück! Bis bald! So. Warte! Also, er hat uns den Ketchup gegeben, ja? Wir legen uns auf den Boden. Wir benutzen den Ketchup, dass er ausläuft. Und lassen den mal gucken, ja? Wenn er wieder zurückkommt aus der Toilette. Ey, diese Synchro. Was ist los? Okay. Das hat gereicht für den Anfang. Jetzt müssen wir unsere Items irgendwo wiederholen. Also wir haben nur eine Ration, die wir bekommen haben, die Level 6 Karte von Otacon und das Handtuch von Sniper Wolf. Es riecht noch nach ihr.
steht da drauf. So, lass uns mal checken, wo unsere Items sind. Eine weitere Ration. Da müsste eine Kiste sein, wo wir unsere Gegenstände alle rausnehmen können. Scheiß volle Gerät da. Snakes Items. Zieh dich an, Snake. Zieh dich an. Jawohl, ja. So, lass uns saven. Was ist Snake? Was ist Snake? Ich will speichern. Speichere bitte für mich. Liebe Naomi. Nein, du bist ja mein Ling, nicht Naomi. Speicher trotzdem für mich. Kann ich denn am Tuch schnüffeln? Ah! Eine fucking Zeitbombe mit in die Items reingetan. Wie konnte ich die Zeitbombe jetzt wegschmeißen? Drücken, um zu werfen, während das Menü offen ist. Okay. Da war eine fucking Zeitbombe drin. Dieses Arschloch. Dieses dumme Arschloch. Das war knapp, Snake. Ocelot, dafür wirst du büßen. Ocelot. Ups, nein, nicht nochmal anrufen. Das war knapp, Snake. Also, aber ansonsten haben wir hier alles. Nehmen wir kurz die Chef. Kann ich einmal hier umschauen. Genau. Müssen wir hier einmal durchkommen. Jag mich nicht. Ich mag nicht laufen. Ich bin voll mit Schocke. So. Das ist, wo unten der Colonel gefangen gewesen ist. Also nicht der Colonel, sondern Meryl meine ich damit. Nochmal eine Chef Grenade. Na gut, zur Sicherheit. Aber ich will mich jetzt nicht an den scheiß Dingern vorbeiquälen müssen. Aber ich sehe, wir haben auch schon die Zeit erreicht. Ich hätte fast gesagt, lass uns noch, bevor wir aufhören, ich will kurz mal gucken, ob ich die Schutzweste noch bekomme. Die ist ja nicht so weit von hier. Aber da haben wir ja auch relativ erfolgreich, trotz des Nichtspeicherns, es überstanden, zweimal hintereinander. Alles vermint. Alles ist so voll. Ja, die müssen wir holen. So. An den anderen können wir vorbeilaufen. Alles klar. Daran vorbei. Hieran vorbei. Ja, wie schon erwähnt, Leute, nächste Woche werde ich unterwegs sein auf einem Sportevent. Wenn wir weitermachen mit Metal Gear und mit Gregor Zock natürlich, Samstag 18 bis 16, Sonntag 18 bis 16, wird es in 2 Wochen soweit sein. Also merkt euch das. Ich versuche aber als kleiner Satz ein lang aufgeschobenes, aber nicht aufgehobenes Projekt bei YouTube online zu stellen, nämlich den Schnittcast. Ups. Versteck dich mal. Gott, oh Gott. Hätte mich fast gesehen. Der Schnittcast, wo ich eine Folge Gregors Gaming Heroes vor mittlerweile 2 Jahren geschnitten hatte, fertiggeschnitten haben und aufgenommen habe parallel, um euch zu zeigen, wie so ein Beitrag entsteht, den ich bastel. Aber
aufgrund von Technikproblemen konnte ich den nicht so zusammenbauen. Jetzt habe ich noch mal ein paar neue Technikvorsprünge in den letzten Jahren bekommen, dass ich das Material wieder einigermaßen gerade biegen kann. Und das wird dann im besten Fall kommenden Samstag die ersten zwei Stunden vom Schnittcast und kommenden Sonntag die nächsten und letzten zwei Stunden vom Schnittcast geben auf gregs-rpgheaven.de. Und ich hoffe, das ist ein adäquater Ersatz dafür, dass wir einmal das eine Wochenende ausfallen lassen müssen. So, lass uns mal umgucken. Hier waren ein paar mit Level 6. Das war Level 1. Haben wir längst geöffnet. Level 4 haben wir auch geöffnet. Level 3 hatten wir auch. Mal gucken, welche Tür Level 6 war. So. Die war Level 6 zum Beispiel. Gasmaske auf und die Body Armor. Ja, Body Armor ist super. Wenn wir die angelegt haben, dann ziehen uns Kugeln nur noch die Hälfte ab. Die sollte man also bei Bosskämpfen im Speziellen immer anziehen, wenn es geht. Sind sie vier noch mitnehmen? Und eine Ration, die gibt es oben noch, ne? Die nehmen wir auch noch mal kurz mit. Was ist das denn? Level 3. Haben wir schon längst aufgemacht. Level 4 hatten wir auch. So, hier oben muss noch eine Ration sein. Ja. Und Chef Grenades. Ach, die benutzen wir mal, genau. Oh, Chef Grenades, so. Alles klar. Kann ich einfach durchlaufen. Ohne, dass sie mich anballern. Diese Schweinchen. Let's go back. Düppelgranate auf Deutsch. Ich habe gar nicht die Bezeichnung gelesen. Ja, Düppelgranate. Stört elektronische Geräte. Blendgranate, die Stun Grenade. C4 ist C4. Claymore heißen einfach Minen. Die Nikitas müssten auch Nikitas heißen, ne? Lenkrakete einfach. Grenade ist Granate. Farmers ist ja eine Bezeichnung. Farmers und Sukom. Die PSG-1 auch. Die Düppelgranaten sind die düppeligsten von allen. So. Also Leute, ich speichere jetzt hier ab. Damit haben wir das Ende des heutigen Streams erreicht. Ich bedanke mich, dass ihr so fleißig zugeschaut habt. Wir sind wieder weltweit auf der 1 gewesen. Was Metal Gear Solid Streams um diese Uhrzeit, wir waren aber auch die einzigen für lange Zeit. Und in der Top 15 Deutschland, glaube ich, weit. Was ja auch ganz cool ist. Ja, in China sagt man viel, wenn der Tag lang ist, mein Ling. Aber ja, ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Wie gesagt, nächste Woche nicht hier drauf, aber merkt euch das fürs kommende Mal. Wenn ihr das erste Mal dabei gewesen seid, ich würde mich sehr freuen hier, wenn ihr einen Follow hinterlasst, weil dann bekommt ihr immer mit, wenn wir neue Sachen machen hier und streamen. Wir sind bereits bei über 7000 Followern innerhalb von 5 plus Monaten, wo wir das hier machen. Also schon ein krasser, krasser Scheiß. Dafür großen und vielen Dank an euch. Ich bleibe noch einen kleinen Moment für euch im Chat, dass wir noch ein bisschen blabbern können. Gemeinsam für alle anderen sage ich aber ciao, ciao und bye, bye. Bis dennsen.